Hallo und herzlich willkommen wieder bei Nito E-Mobility. Heute testen wir mal den FSD in Deutschland, also die Sachen, die bis jetzt verfügbar sind. Wir machen uns jetzt auf den Weg zum Supercharger in Brinkum und testen dort mal, wie er die Abfahrten nimmt, wie der Spurwechsel funktioniert und vieles weitere. Viel Spaß! Ja, Nico, dann würde ich sagen, fahren wir mal los und zeigen doch mal, was momentan mit dem FSD möglich ist und hier in Deutschland zulässig. So, hier haben wir schon das erste Feature, nämlich der FSD hält an roten Ampeln in Deutschland. Ja, Nico, was musst du denn gleich machen, wenn die Ampel umschwenkt auf grün? Ich muss jetzt einmal entweder das Gaspedal kurz antippen oder mit dem Autopilot-Hebel einmal kurz nach unten drücken. Okay. Das muss ich einmal bestätigen. So, jetzt hast du bestätigt und jetzt fahren wir los. Genau. Jetzt kriegst du auch schon die Meldung, die Hände ans Lenkrad packen. In 200 Metern nach rechts auf die Auffahrt Richtung A1, Hamburg-Riemen fahren. Jetzt nach rechts auf die Auffahrt. So, dann wollen wir noch das fahren. Genau, jetzt sagt er mir schon, das ist gelb, die Ampel. Jetzt wird sie rot. Dadurch hält das Auto. Und an der roten Linie erkennt man auch wieder. Was war das? Okay, jetzt blinkt er auch einmal links. Ja, das haben wir oft an dieser Ecke hier. Ja. Jetzt kriegt man den Blinker auch eigentlich nicht mehr aus. Deswegen bestätige ich jetzt links. Einmal. Ja, das ist noch so ein bisschen, ist auch nur an dieser Ecke hier. So, jetzt haben wir es. Ja, es ist alles noch Beta, man merkt es. Ne? Fährt er denn jetzt komplett alleine auf die Autobahn rauf? Ja, also ich muss gleich einmal den Blinker betätigen und das Lenkrad anfassen. Jetzt hat er automatisch auch die 80 schon eingestellt. Ja. Es ist spooky. So, jetzt blinke ich einmal, halte das Lenkrad einmal fest und dann fährt er rüber. Das ist ja so für dich auch die erste Neuerung. Ja, also das ist schon ganz anders wie in dem Standard-Autopilot. Gehe ich mal ein bisschen runter auf 60, weil die Schildererkennung ja leider auf Autobahn noch nicht so gut funktioniert. Ja. Er erkennt sie schon, aber er reagiert halt leider nicht drauf. Obwohl, da habe ich eine andere Erfahrung gemacht, auch heute wieder. Wenn ich im Autopilot fahre, erkennt er es. Nico, was ist das für ein Zeichen? Das ist das Autopilot-Navigieren-Zeichen. Okay. Also das muss einmal eingeschaltet werden oder macht er bei mir jetzt automatisch, damit er auch die Abfahrten autonom nimmt und den Spurwechsel durchführt. Jetzt hat er automatisch die 135 eingestellt. Das funktioniert dann auch ganz gut. Ja. So, und jetzt muss ich wieder einmal den Blinker setzen. Jetzt zeigt er mir auch schön die Kamera Meldung, an. Genau. Dass das frei ist und jetzt zieht er automatisch rüber. Ja. Okay. Jetzt würde er mir den Spurwechsel anbieten, weil ich 135 eingestellt habe und vor mir ein Auto fährt. Das ist noch sehr weit weg. Der Tesla ist so ein typischer Mittelspurfahrer. Aber ihr nutzt jetzt den vollen FSD? Ja. Also jetzt genau. Nicht den Enhanced, sondern nee, wir reden hier von dem genau, FSD. Das ist der volle FSD. Und jetzt sagt er mir auch gleich, obwohl jetzt ist gerade eine schwierige Situation. Ich kann jetzt aber auch den Blinker länger einmal runterdrücken, das Lenkrad anfassen und fährt das Auto auch rüber, ohne dass er mir jetzt irgendwelche Vorschläge gibt. Und wenn es jetzt gleich frei ist, wir sehen das ja mal hier auf der rechten Spur, wir überholen jetzt ein Fahrzeug, schlägt er dir vor, dass du wieder auf die rechte Spur kommst? Ja, das macht er. Dann reicht es auch, wenn ich den Blinker nur ganz kurz einmal betätige, das Lenkrad wieder anfasse und dann fährt er sofort rüber. Das ist, muss man auch sagen, ist im letzten Jahr echt besser geworden von der Geschwindigkeit her, vom Spurwechsel. Und du musst das Lenkrad auch wirklich einmal betätigen? Ja, leider ja. Bin gespannt, wie lange das noch dauert, bis das hier alles über die kleine Kamera geht. Aber Elon hat ja auf Twitter auch schon mal angekündigt, dass im März weitere Verbesserungen im Autopilot kommen. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Angekündigt wurde ja, dass gerade die Schildererkennung, dass man dran arbeiten möchte oder dass man dran arbeitet. Das wäre nicht schlecht. Neustart.
Was haben wir denn noch für Vorteile beim FSD gegenüber dem Standard-Autopiloten, der serienmäßig bei jedem Tesla verbaut ist? Also er hält an Stoppschildern, Vorfahrt-Achten-Schildern und an Ampeln. Das kann er bis jetzt. Und er nimmt, wie wir das gleich auch sehen, automatisch die Abfahrt. So, wir nähern uns der Abfahrt. Ich blinke immer schon selbst vorher mit, da der Tesla Autopilot erst kurz vor der Abfahrt den Blinker setzt. Das ist mir immer ein bisschen zu spät und sollte hoffentlich auch irgendwann noch verbessert werden. So, jetzt pendelt er sich wieder nach rechts ein. Wir bereiten uns schon so langsam vor, das heißt, das Auto bereitet sich vor, abzubiegen. Ich gehe mal ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit. Ich mache jetzt mal nix. Jetzt blinkt er und verlässt die Autobahn auf die Abbiegespur. Genau. Wie man sieht, es funktioniert super. Er lenkt sauber in die Kurve ein. Und er müsste sich jetzt auch eigentlich links einsortieren. So, und da vorne halten wir denn nun auch an. Wir sehen auch wunderbar die rote Haltelinie. Und jetzt bestätige ich einmal. Bestätigen wir nochmal. Und jetzt können wir einmal sehen, was passiert, wenn man den Autopiloten weiterfahren lässt. Er will in den Gegenverkehr fahren. Ja, jetzt wollen wir euch mal einmal vom FSD Beta das Herbeirufen demonstrieren. Es sitzt niemand im Auto. Und als Beispiel, das Auto ist in einem engen Parkhaus. Ihr wurdet zugeparkt, kommt nicht mehr ins Auto. Jetzt demonstrieren wir euch mal, wie ihr das Auto aus der Parklücke bekommt. So, wir haben die App geöffnet, die Verbindung zum Fahrzeug steht und jetzt sagen wir raus aus der Parklücke. Der Kontakt zum Auto ist herbeigeführt und jetzt ist das Auto sauber aus der Parklücke gefahren und wir können einsteigen. Also das ist eine ganz gute Funktion, die ich doch sehr sinnvoll finde. Tada. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind wieder zurück und hoffen, dass ihr Spaß hattet bei unserem kleinen FSD-Beta-Test. Schaltet nächste Woche gerne wieder ein. Dort präsentieren wir euch den Fastnet-Ladepaket in Stur. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.